Herzlich willkommen, meine Freunde. Wie ihr seht, Sherlock Jones ist weg. Neben mit mir im Haus. AK Jones. AK außer Kontrolle Jones. AK Johnson. Ja, ist eine witzige Story, aber ich weiß nicht, wie er das jetzt durchzieht. Von daher lass ich es einfach so. Nee, werde ich auch so nicht durchziehen. Ich kläre euch einfach auf. Was ist los? Freunde, bei mir einfach so ein Mann, ein Wort. Okay? Kurz, bündig zusammengefasst. Meine Tochter kam heute Morgen zu mir ins Bad. Ich habe mich rasiert, ich habe mir die Haare hier oben rasiert, habe mein Bart rasiert, war gerade dabei, so meine Konturen zu schneiden, alles schön ready gemacht. Und dann kommt meine Tochter und sagt so, Papa? Ich so, ja, mein Schatz. Rasier dein Bart doch bitte ab. Lache ich so, sage ich, nee, das machen wir nicht. Na, schau mal. Ich habe meine Konturen schon alles geschnitten, ich habe da schon viel Zeit reingehängt und dann sage ich, nee, mache ich nicht. Das letzte Mal, als ich es machen wollte, hast du gesagt, nein, ich soll es nicht machen und jetzt habe ich einfach schon zu viel. Papa, bitte rasier ihn ab. Habe ich den Rasierer genommen und habe angefangen. Habe mir einfach komplett mal den ganzen Bart wegrasiert, Seiten auf Null, ja, ist der Fachbegriff dafür. Und Freunde, hey, life could be better. Vor allem mit Bart wäre es besser. Aber. So, ihr Lieben. Und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Ja, Big Boy ist auch sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde. Wenn ihr Bock habt, yes, auf ziemlich nice Kleidung. Ja? Shirts, Hoodies, Drinks, ja, Drinks, Collectibles, etc. etc. So. Merch von Künstlern, Bücher, alles am Start, Freunde. Alles am Start. Alles aus. Oh, ja? Und jetzt kommt das, worauf ich schon lange gewartet habe. Und mit dem Rabattcode. Ja, genau, mit dem. Mit dem Rabattcode, Freunde. Dope or Nope 10. Er hat es jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10. Das fucking lasst ihr weg. Bekommt ihr nicht 1%, nicht 2%, nicht 3%, sondern mit ganze 10%. Ganze 10% auf eure gesamte Bestellung. Tell-o. Und es lohnt sich wirklich. Der Bruder ist nicht nur cool, sondern er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ja, da kaufe ich, weil es einer für die Culture ist. Ein paar Dosen könnt ihr noch brauchen, aber ansonsten. Was, Freunde, und genau deswegen, ja, gebt ihm auf den Store. Bester Mann. Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Absolut. Ist Bescheid. Ab sofort immer und deswegen gönnt euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, ne? Bezahlte Werbung. We out. Motherfuckers! Ich stehe dazu, okay? Er wächst ja wieder nach. Shave Vagina Jones is in the building. Alter, das ist halt alles aus, ne? Erkennt mich mein Telefon eigentlich noch? Ja, tatsächlich. Also von daher, ihr wisst Bescheid. Meine Tochter hat's verlangt. Ich hab gesagt, okay, los geht's. Und hab durchgezogen. Und wie wir wissen, normalerweise sagt man, ein schönes Gesicht kann nichts entstellen. Doch, kann's schon. Safe. Aber ich möchte halt auch erstmal jemanden sehen, der die Coronis hat und das einfach so eiskalt macht. Ja, das ist der Unterschied. Und von daher, in der Woche, in anderthalb Wochen, Freunde, sieht es schon wieder ganz gut aus. Von daher, genießt es. Lasst alles raus, was ihr rauslassen könnt und wollt. R.I.P. an Ich hab schon alles gehört. Überrascht mich. Vor allem Big Boy würde der glücklich machen damit. Safe. Ne? Also aber ich habe mich gut gehalten, oder? Nee, du bist weit weg von gut halten. Nein, aber ich zoll dir erst Respekt, wenn du es genauso durchziehen würdest. So. Und deswegen kann ich dich halt in dem Moment auch gar nicht Bro, so verfolgen. Bro, welcher Respekt? Ich habe gemeint, ich habe nicht so viel Witze darüber gemacht. Natürlich. Habe ich? Und das ist vollkommen okay, ich würde es genauso machen. Ah, okay. Also ich würde es genauso, absolut zu Recht halt. Ich war absolut zurückhaltend. Ja, beim Einstieg, bei der Begrüßung, nachdem du am Telefon schon lachen konntest. Also, wir können uns gerne mal über deine Wahrnehmung unterhalten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Über Wahrnehmungen spreche ich nicht mehr. Das haben wir gecancelt. Gecancelt Wahrnehmungen, Alter. Wahrnehmungen sind gecancelt. So, Tag 32, Bad Moms J, back again. Batman und Robin des Deutschraps. Alter Schwede, so sieht's aus. R.I.P. Bist bereit? Hey, ich und mein Ex-Bart sind auf jeden Fall bereit. Rest in peace. Falt die Hände, Baby, küsst das Jesus Peace. Deine Gang, wird zu Fans, garantiert. Hab dich gewarnt, pass auf, dass du dich nicht verliebst. Rest in peace. Hab dich gewarnt, dass du, pass auf, dass du dich nicht verliebst. Rest in peace. Rest in peace. Meine Ops gehen hoch und meine Bässe tief. What a time to be alive, so wie nie. Hab dich gewarnt, pass auf, dass du dich nicht verliebst.
Rest in peace. Also, Jumper, make a jump. Make him jump. Oder make him jump, tatsächlich, ne? Respekt für den Beat, Bruder. Ziemlich geiles Ding so. Ja? Also feier ich hart ab, das ist dann Mike, Bruder. Super geil, super simple, Shepard. Macht mich glücklich, genauso weiter, bitte. Rest in peace. Mittlerweile sitze ich fast schon jeden Tag beim Therapeuten und wenn er mich wieder fragt, Jordi, worüber denkst du so gerade nach? Sag ich, wie viele Rapper passen in einen Sarg? Hoffe rein wie Jordi Reaper, kein schwarzer Jordan Vierer. Feature nur Leute, mit denen ich cool war, schon vor dem Feature. Komm, leg dein Porsche tiefer, mach ein auf Upper Glass. Warum trägst du Grills, wenn du Bastard nicht zu lachen hast? Warum trägst du Grills, wenn du Bastard nichts zu lachen hast? Das ist hart, Alter. Was hart, Alter? Weil er Paul Wall ist. Ja, aber die Frage ist halt, wer hat Paul Wall noch auf dem Schirm, Bruder? Me. Ja, ich doch auch. Wood Grain. Ja. Oder Mr. 305. sehr geil, oder? Taugt dir? Das taugt mir sehr, Alter. Ja, sehr nice, Mann. Wenn du Bastard nicht zu lachen hast. Black Widow Attitude, Ass Tits wie Betsy Boo. Komm ich auf die Bühne, wird der Backstage in der Panic Room. Steine auf den Tennisschuhen, Pussy schmeckt nach Passion Fruit. Rap mal weiter, Playback aber. Das halte ich für Gerücht. Dass die Pussy nach Passion Fruit schmeckt? Das halte ich für Gerücht. Ey, du weißt einfach nicht, was es für Vagina Cream gibt und so. Was hat das mit Rap? Und mit Cream meine ich Sahne. Rest in peace. Falt die Hände, Baby, küsst es, Jesus, please. Deine Gang, wird zu Fans, garantiert. Hab dich gewarnt, pass auf, dass du dich nicht verliebst. Rest in peace. Rest in peace. Meine Ops gehen hoch und meine Beste tief. What a time to be alive, so wie nie. Wer den Jägermeister schwenkt, Bruder. Maskulin as fuck. Also Takt zieht man eigentlich generell auch nur in Football-Jerseys, ne? Und Eishockey, Bruder. Und Eishockey, tatsächlich, ne? Also, das ist auf jeden Fall so sein Add-on, ja? Lässt sich auch schön befangen halt mit Takt 32. Das aber, ist da eine 2, da ist eine 26 drauf, oder 22, oder? Als Name, Bruder. Wartet, sorry dafür. Alter, perfekt gemacht, okay. Ja, aber da hat er tatsächlich das Original auf dem anderen Pittsburgh-Trigger, ja, hat er gerade Takt. Ja, Mann, sehr geil. Hab dich gewarnt, pass auf, dass du dich nicht verliebst. Ja, rest in peace. Ja, ich schwör dir, sollten sie deinen Arsch begraben. Ich würd kommen, wäre ich nicht mal eingeladen. Ja, und wenn der Priester fragt, will jemand noch was sagen? Sag ich ja, wo ist der Gott, verdammte Spaten? Ja, kaputt so wie der Sensenmann. Jetzt nochmal kurz ein persönliches Thema, bevor der Sensenmann hier weiter Gas gibt und so, ne? Jetzt, wo ich den Bart vom Takt sehe, ne? Vermisse ich meinen Bart schon ein bisschen. Bro, sogar ich vermisse deinen Bart. Wer vermisst meinen Bart gerade nicht? Ja? Ah, es sah ziemlich ähnlich aus zu dem gerade. Ich war heute schon so weit. Es wäre so schön gewesen. Egal, hey. Ne? G4. Ja, beste. Verdammte Spaten, ja, kaputt so wie der Sensenmann. Quit walk im Pentagramm. Sag dem Teufel, fick nicht mit, was du nicht handeln kannst. Ihr macht keinen Rap, verdammt, das nicht mal Sprechgesang. Schlepp so auf puren Sohn, ich kriege schon einen Tennissamen. Ja, Tag, und Jordi, Evil Twins. Schreib so oft Hurensohn, ich kriege schon einen Tennisarm. Ja, aber auch da, ne, der Flow ist relativ ungewöhnlich für Takt, ne? Also nachdem wir jetzt das ganze Moai durchhaben und so. Ja, zumindest jetzt für die letzten Auskopplungen. Ja, aber mich find's nice, Alter. Ich find's gut. Das ist sehr, sehr dope, Alter. Hurensohn, ich kriege schon einen Tennisarm. Ja, Tag, und Jordi, Evil Twins plus zwei Bräute, heißt vier gewinnt, dass du Notensohn kein Charakter hast, da kenn ich nur daran, wie deine Features sind. Hab 99 Problems, rappen ist davon keins. Du hast 99 Problems, jetzt sind's 101. Das ist auch geil, ich hab 99 Problems, rappen ist davon keins. Du hast 99 Problems, jetzt sind's 102. 101, Entschuldigung, ne? Die zwei. Nice. Rest in peace. Falt die Hände, Baby, küsst es, Jesus, peace. Deine Gang, wird zu Fans, garantiert. Hab dich gewarnt, pass auf, dass du dich nicht verliebst. Rest in peace, rest in peace. Meine Ops gehen hoch und meine Beste tief. What a time.
sieht fucking Takt aus wie Roman Reigns. Ich überlege gerade. Ich will jetzt erstmal generell, natürlich gibt es Parallelen, ja, aber ich würde nein sagen. Hab dich gewarnt, pass auf, dass du dich nicht verliebst. Rest in peace. Independent bis ins Grab, Alter. Ja, ziemlich geiler. Sehr geil. Tourname. Ja. Dope Business, würde ich sagen. Ja, war nice. Welcome back together. Ja. Sehr, sehr schön, Freunde. Hat sehr, mir sehr vor allem gut. Sehr, sehr getaugt. Und ganz klares Dope-Pistons hier. Beat ist auch krank. Der Beat ist Bombe, Bruder. Der Beat ist einfach eine Waffe. Ballert schön, aber der Flex von den beiden ist halt auch zu krass. Auch richtig schöne Oldschool-Sounds noch dabei. Ja, Mann. Ne? So. Und deswegen, es waren ein paar gesampelte Cuts, die da noch mit drin waren. Also jetzt nichts Großartiges vorne. Nicht, dass jetzt irgendwas Krasses gerade erwartet habt. Oh, hab ich was überhört? Nee. Holt euch doch einfach einen DJ. Mit Bart aber. Oder auch ohne. Weil die Skills sind so oder so da. Das ist wie bei Samson, die sind jetzt weg. Das hat er bloß noch nicht gemacht. Und außerdem, ich habe mich doch einfach nur beworben für Sam ein Sachse. Also, ich verstehe das Thema gerade nicht. Und deswegen halt einfach mal, ne? Das ist die richtige Zeit. Yeah. Also Freunde, Takt, Jordi, nice. Sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür. Jetzt. Wir gehen über zum nächsten. Ciao.